Herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen. Boah. Wir sind auf der Gamescom und ich sitze jetzt hier mit dem guten Chucky von Giants zusammen. Und der Chucky, der möchte uns nämlich noch ein bisschen was zeigen. Chucky, weshalb sitzen wir jetzt hier? Ja, irgendwo müssen wir sitzen, ne? Genau, das ist der Grund. Danke fürs Video. War schön, ne? Also wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Na, jetzt aber mal Butter bei die Fische, wie man im Norden Deutschlands ja schon so schön sagt, meine Zunge stolpert und am zweiten Tag schon über sich selbst. Wir schauen uns heute Premium an. Premium. Und Premium Edition kommt ja jetzt am 14. November raus. Ja. Erfahrene Landwirtschaftssimulator-Spieler wissen ja schon, ne? Wir haben immer so eine Edition, die endet so quasi das Jahr ab. Dieses Jahr ist es die Premium Edition. Hier bringen wir eine neue Map dazu, 35 plus neue Fahrzeuge, 4 neue Brands und ein Haufen anderes Zeug, das wir uns anschauen. Aber wir bringen ja nicht nur neue Brands rein, wir bringen auch für alte Fans rein, wie zum Beispiel diese wunderschöne Bettner-Kombination aus Dünger und Grubber. Dann fahren wir mal aus. Und ist das nicht eine schöne Animation? Es ist eine schöne Animation. Also Animation? Das ist nicht die schönste Animation, die du gleich sehen wirst. Okay, aber Animation habt ihr mittlerweile wirklich sehr, sehr gut drauf. Yes! Also ich finde auch die Kombo extrem entspannt hier, ja, von dieser Bettner. In dem Fall hauen wir ein bisschen Mineraldünger ins Feld rein, weil na, muss ja. Und dann bereiten wir die Ernte vor. Wir sind auch hier, man sieht schon, auf der neuen Map, der Zilonka. Die so ein bisschen an Mitteleuropa, Osteuropa anlehnt. Wir schauen uns die dann ein bisschen auch an, so ein paar Eindrücke und so, was das für eine Map ist. Ich meine, man sieht schon, es ist eine sehr flache Map. Es ist definitiv nicht Erlengrad. Ja, aber gut, Erlengrad haben wir ja auch schon. Ja, genau. Warum brauchen wir ja nicht nochmal? So, ich hüpfe hier gleich mal direkt in den Axion rein, weil hier mit dieser Fräse fräsen wir mal ins Feld und wir bereiten das vor für eine der drei neuen Früchte. Hast du schon gesehen, welche neuen Früchte dazukommen? Oder? Also selbstverständlich habe ich das schon gesehen und ich nehme mal an, alle da draußen sicherlich auch. Und zwar sind das einmal Rüben, wir haben Pastinaken und Karotten. Und Karotten, natürlich. Genau. Und zwar genau genommen rote Rüben, weil wir haben ja auch schon, ne, wir haben ja auch schon ein paar andere Rüben im Spiel. Ja. Das war schon ein bisschen länger. So, der Grimme zieht jetzt seine Furchen in den Acker. Und dann haben wir eine Legemaschine. Genau, eine schöne, schöne Querneland. Die klappen jetzt auch so auf. Ich alleine die jetzt nicht so perfekt mit dem Feld, weil ich bin einfach nicht gut genug dafür. Ja. Wie gesagt, wieder wunderschöne Animation, die auch so im Real Life nutzbar ist. Ja, eigentlich die Reifen sollten da auf der Traverse quasi aufliegen. Ja. Ja. Schöne Besonderheit von dieser Map ist, dass man hier Störche auch am Rumfliegen hat. Ja. Hier sieht man nochmal, wie flach diese Map ist im Vergleich. Leute aus dem Norden werden denken, was willst du? Hier sind ja überall Berge. Ich als Österreicher kann da nicht mitreden. Denk mir so, welche Berge? Aber Störche. Ja. Scheiden sich die Geister reine Deko oder auch Nutzen? Es ist reine Deko, ja, fürs Flair der Map. Sind natürlich tolle Tiere, ist ein neues Modell, ja, ist eine neue Kleinigkeit. Ähnlich, wir haben auch Bäume neu mit dieser Map, die reinkommen, unter anderem Buche und Eiche. Okay. Haben aber spielerisch jetzt keinen großen Unterschied, ist halt immer noch Waldwirtschaft, wie wir es kennen. Ja. So, jetzt kurz einmal angeteasert, hier bei uns zumindest. Haben wir hier ein schönes Butterfly-Mähwerk, das ich jetzt einmal ausklappen werde. Und das hat schon wieder diesen absolut guten Style, den ich persönlich ja sehr mag. Aber ich bin ja generell auch der Graswirtschaftsfan. Ich auch. Na bitte. Und jetzt denkst du dir, du wirst das natürlich schon wissen, ne? Diese beiden Dinger, die da hinten selbstverständlich hängen. Ja, es ist ein Bandschrader mit eingebaut. Und wer sich denkt so, ich will aber bitte nur auf einer Seite schwaben. Sehr schön. Sehr so, geht. Na, sehr super. Gut, ja. Oder halt auf der anderen Seite. Oder eben gar nicht. Ist jetzt, die sind jetzt nicht neu im Spiel, glaube ich, die Smash. Ja. Ne, Entschuldigung, ich muss mal kurz den Namen lesen, weil, ja, vergesse ich mal. Samash. Samash, ja. Genau. So. Ja, Graswirtschaft ist halt jetzt wieder auch ein bisschen was dabei. Funktioniert auf dieser Map auch relativ gut, weil große, weite Flächen. Ja, klar. Aber. Ja, Fiat. Ein Fiat, 1984 zum ersten Mal gebaut. Ich hock da jetzt einmal den rein.
Oldtimer, wir sind natürlich immer happy, wenn wir einen Oldtimer reinbringen können. Ja, ist auch immer ein Ding von, sorry, wenn ich hier unterbreche, aber das ist immer der Community. Immer. Ich möchte mehr Oldtimer. Ja. Ja, da muss. Immer mehr, natürlich. Irgendwann einmal ein Oldtimer-Pack wäre schon ganz nett. Wir hören dieses Ding und wir sagen es auch immer den Herstellern, aber wir müssen da immer mit den Herstellern auch zusammenarbeiten, weil Hersteller natürlich gerne ihre neuesten vom neuen Sachen herzeigen würden. Das ist exakt das, was ich auch immer in Streams oder in Videos sage, wenn die Kritik oder die Anregung kommt. Das ist nachvollziehbar, aber logisch, der Hersteller möchte natürlich auch seine aktuellen Dinge drin haben. Genau. Zum Beispiel auch eine der Farben, die man theoretisch beziehen kann, wenn man möchte. Ja. Persönlich finde ich die ein bisschen klein. Aber das ist halt auch immer so, man kann sich das aussuchen. Wir sind ja ein Sandbox-Spiel. Richtig. So, aber von klein mal zum großen. Hier ist der Dino von Agrio. Und der ist definitiv neu. Ja, der ist definitiv. Selbstfahrender Sprayer, wir haben solche ja schon im Grundspiel. Mhm. Hier mit einer 27 Meter Spannweite, beziehungsweise Arbeitsweite heißt es ja. 27 Meter, sagst du. 27 Meter macht er den Vorhang auf. Okay. Arbeitet auch ganz flott mit 25 km/h. Finde ich eigentlich ganz angenehm und hat natürlich ganz üblich variable Arbeitsbreite, wie man das heute halt auch mittlerweile bei fast allen gewohnt ist. Und Spot Spray nehme ich an. Spot Spray müsste der nicht haben. Bin ich gerade nicht hundertprozentig sicher, weil wir hier auch Precision Farming nicht installiert haben. Okay. Ne? Schöne Maschine, ja. Absolut schöne Maschine. Glasnah, oder? Also das ist ja die Kabine von Glas, definitiv. Das kann ich dir nicht sagen. Da würde ich dich fragen, hey, geh doch mal zu einem Agrio-Menschen hin. Ja, das stimmt. Ist er hier? Wir haben leider keine hier. Ah, schade. Einziger, den ich anbieten kann, ist Hori. Anderes Video. In Bezug auf Hersteller, mit denen wir arbeiten. Ja, hüpfen wir mal nochmal in unseren Fiat rein, aber der interessiert uns eigentlich nicht so sehr wie der große DeWolf-Ernter. Krass. Und das ist ein Gerät, ne? Eine ganz schöne Maschine, ja. Ja. Mein liebstes Ding ist, Leute fragen, wofür der ist, wenn die jetzt sagen, sie haben keine Ahnung von der Landwirtschaft. Und wir haben den natürlich so aufgebaut, weil eine Besonderheit von diesem Ernter ist, na, der hat keinen Bunker, keinen Container drin. Ach. Du brauchst einen Abfahrer. Okay. Ich werde jetzt aber mal ganz frecherweise hier selber in der Ding ohne Abfahrer einfach loslegen und schau mal aufs Gebiss. Ah, das stichelt sich nach innen rein aus. Okay. Das hat sich ausgerichtet, wie im echten Leben. Es ist total. Das hat er jetzt so ein bisschen für euch entdeckt, ja? Das ist ganz geil. So ein bisschen, ja. Also man sieht jetzt auch so, weil er ein bisschen schief fahre, manchmal versucht er die Arbeitsweite zu. Und wir hauen jetzt natürlich Pastinaken aufs Feld rein. Alles gut. Und da zieht die hier rein. Das sieht sehr schön aus. Zieht die hier rein, dann sieht man da unten, wo auch die Pastinaken quasi aufs Förderband fallen, aufs untere. Und dann hier runter und dann. Zack, hier würden die in den Abfahrer reinfallen und hier das Grünzeug kommt raus, wird runtergeworfen, hat hier halt nur ein Rad. Frage zum Grünzeug, was rausgeworfen wird, ist ja quasi verhäckselt, wenn ich das einarbeite. Bringt das eine Düngestufe? Das ist eine sehr gute Frage, es hat mir nur keiner gesagt, ob sowas passiert. Ich vermute mal nein. Okay. Also ich sage jetzt einfach mal nein aus dem einfachen Grund, ich möchte jetzt keine Hoffnungen setzen. Nee, alles gut, ja? Aber ja, mir geht sowas dann immer durch den Kopf. So, ich superspeede mal retour zum Agri und hüpfe ins nächste. Genau. Kurze Erklärung, ne? Der große DeWolf ist ein Riesengerät, hat keinen eigenen Bunker drin, kein eigenes Lager drin eingebaut. Jetzt denkst du aber, okay, ja, ich will aber nicht so eine Riesenmaschine bauen, vor allem nicht, wenn die so einen Nachteil hat. Ja. Keine Sorge, mit Premium kommen auch kleinere Varianten. Die haben dann ein eigenes System.
System, wo sie so eine Kiste quasi an der Seite mittransportieren, in die sie abfüllen. Und die Besonderheit jetzt mit diesen Kisten ist, erst einmal, diese Kisten, die kannst du im Shop kaufen, wie eine Palette. Leer. Leer. Die kannst du in so ein Feld transportieren, mit dem Ernter befüllen, wieder an den Feldrand stellen, die nächste füllen und so weiter und so fort. Wir haben verschiedene Größenklassen da zum Arbeiten. Ja. So. Du kannst aber auch sagen, Gott, ich will heute nicht realistisch spielen. Du drückst auf einen Knopf und der Ernter kriegt magisch Kisten dazu gezaubert. Kosten auch Geld, natürlich, genau okay. Dasselbe. Und du kriegst quasi für die Kisten Pfand zurück, wenn die verkauft werden. Pfand zurück? Okay. Quasi Pfand. Ich nenne es mal Pfand, weil du kriegst quasi Geld für die Kiste retour. Also ich zeige das jetzt mal her. Na, wir haben ja auch den Gabelstapler. Ja. Und du kannst hier den Verkaufspunkt, kannst natürlich mit der Hand wieder das Ganze abladen. Oder wir fahren halt einfach rüber, okay, lassen abladen, kriegen ein bisschen Geld dafür plus ein bisschen extra Kohle für die Kisten, weil wir die jetzt quasi zurückgebracht haben. Bedeutet, wenn ich die Kisten jetzt auf dem Auflieger, auf dem Anhänger drauf habe, kann ich damit auch, wenn die angebunden sind, am Ernter nebenfahren und er belädt direkt die Kisten? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal ja. Müsste, ne? Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Das ist tatsächlich interessant. Das habe ich noch nicht gesehen, den Fall. Probieren wir alles aus, Freunde. Das probieren wir alles aus, wenn es irgendwann einmal soweit ist. So, Schönheit, ne? Das ist eine Suppenfabrik. Sub, sub, sub. Sub, sub, sub. Ja. Vielleicht eher. Weiß ich nicht. Ich spreche kein Polnisch. Ach so, okay. Die Sprache auf der Map ist natürlich Polnisch, weil ist ja osteuropäisch angelehnt. Wir mussten uns halt entscheiden, welche der osteuropäischen Sprachen nehmen wir. In dem Fall haben wir uns für Polen entschieden, weil ist auch einer unserer größeren Märkte, selbstverständlich. Es gibt insgesamt 4 neue Produktionsplätze, die jetzt mit Premium dazukommen, nämlich Suppen, Konserven, damit du Konserven, Suppenkonserven machen kannst. Ja. Dann gibt es noch eine Klavierfabrik. Die produziert dann Klaviere, ähnlich wie die Möbelhäuser auf der Silver Pine. Und zu guter Letzt der Potato Processing Plant, wo ich noch keine gute deutsche Übersetzung gesehen habe, die wir benutzen. Da werden Kartoffelchips gebaut. Chipsfabrik. Yes. Aber keine Computerchips. So, wir schauen uns jetzt ein bisschen diese Lonka an, bevor wir uns dann noch ein letztes kleines Detail in Bezug auf Placeables ansehen. Wie gesagt, man sieht schon so diesen osteuropäischen, mitteleuropäischen Einfluss. Na, Plattenbauten mit sehr schönen Mosaikmustern, wie ich finde. Ja. Hier sehen wir nochmal, dass die Sprache hier auch wirklich polnisch ist. Mhm. Ja, hier Werbung für die Kartoffelchips. Okay. Und wir bewegen uns jetzt so langsam in den Stadtkern von Sri Lanka rein. Und weil es halt sehr dörflich ist, sehr rural, sehr ländlich, ist halt nicht besonders großer Stadtkern. Ne? Mhm. Ist halt mehr so, ja, hier ist die Kirche, hier ist der Stadtkern. Ja, aber gut getroffen. Also ich hatte, wo die ersten Bilder rauskamen, hatte ich von mir aus schon gesagt, ich glaube zumindest, ich hätte von mir aus gesagt, es ist auf jeden Fall eine polnisch angehauchte Karte. Also es kam direkt gut offen mit rüber. Gut geraten. Es gibt natürlich wieder Dinge zu finden im Rahmen dieser Präsentation. Wir, da haben wir im Grunde auch schon den Ort hergezeigt, an dem Collectibles abgeliefert werden. Okay. Es gibt auch noch kleinere Dinge zu finden. Die Karte hat mehrere Storchennester, die sind halt visuell, ne? Aber die Leute können dann auch ausschalten, wenn sie möchten. Okay. Und sagt uns mal, wie viele Störche da rumrennen. Also Storchennester. So, wir warten jetzt mal, dass der hier Platz macht und dann rennen wir mal hier rüber, weil wir haben hier was Schönes, Neues vorbereitet. Oh, was, was? Hier ist ein Fußballplatz. Ja. Das ist ja ganz nett hier, ne? Ja. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Ja, aber ey, da ist ein Ball. Ja, plötzlich an ist, ne? Und passen kann man denn auch und einen Kick geben. Aber warte mal, jetzt ist ein Tor, ne? Yeah! Also ich guck mal, ob wir irgendeine B-Roll haben oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber es kommt Jubel. Jubel! Ja, wie gesagt, wir haben ein kleines Fußballfeld. Genau, das zählt auch die Punkte. Also in dem Bezug ist es voll funktional. Dafür ist auch das Info-Ding hier, damit man nämlich resetten kann. Wir hatten schon Multiplayer-Abende, wo wir mit Traktoren gespielt haben. Kann ich mir vorstellen. Ist natürlich für einen Multiplayer ein sehr, sehr lustiges Ding. Oh, da sehe ich schon das eine oder andere Event stattfinden. Ja, an die Kollegen da draußen.
Und natürlich jetzt nicht irgendwie groß, dass wir jetzt anfangen wollen, ein Fußballspiel einzuprogrammieren in NLS. Es ist halt einfach nur ein kleines Spielchen, das in der Map dabei ist, weil wäre doch irgendwie cool, wenn. Ja, das fetzt doch, das ist cool. Vielleicht überlegt ihr euch sogar, ob ihr sowas als Placeable bringen könntet. Ja, das ist eine gute Idee. Schauen wir mal. Speaking of Placeables. Ja. Wir haben ja noch eine Sache. Wir bringen natürlich neue Placeables rein, neue Zäune, neue Lichter, Laternen, neue Garagen wie diese hier von Meridian. Die kommen dann alle mal rein. Zack, auch mit Tor, dass man alles schön verteilen kann. Und damit wäre die Präsentation von der Premium Edition bzw. Premium Expansion auch getan. Ja. Kommt wie gesagt raus, 14. November. 14. November, ja. Wie immer, es gibt eine Edition, in der da ist halt die Expansion dabei mit dem Basisspiel, dem Year 1 Season Pass, dem Year 2 Season Pass. Alles dabei, was in den beiden enthalten ist, im Year 2 Season Pass eben Premium selber enthalten. So kommt es quasi dazu. Okay. Und ja, ansonsten ist die Expansion selber halt einfach nur das, was quasi gerade gezeigt wurde, plus halt ein Haufen Fahrzeuge mehr. Sehr schön. Die Premium-Version, wo alles drin ist, wo befinden wir uns da preislich? Die müsste jetzt bei 39,99 liegen. Das ist ein sehr fairer Preis auf jeden Fall. Ja. Bitte mach einfach editieren drunter, wo du mit AI-Voice dann sagst, wie ich es richtig mache. Also, natürlich machen wir das. Ja, genau. Das ist gar keine Frage. Ja, okay, vielen Dank für die Präsentation auf jeden Fall. Sehr gerne. Ich hoffe, man hat auf der Kamera ein bisschen was erkennen können. Ich baue du kriegst noch B-Roll-Material für das Ganze und das wird wahrscheinlich hier abgespielt sein und schaut dann ein bisschen komisch aus, wenn ihr über Dinge redet, die nicht passieren. Ja, das werde ich natürlich alles hin. Okay, ich danke dir. Vielen lieben Dank.